Eins, zwei und drei. Ja, hallo, ich bin's, der Blumenmann, und heute geht's um diese drei Glasschalen, Glasvasen. Kerze im Glas geht, aber wir sind vor dem Frühling und darum machen wir Frühlingsboten im Glas. Einfach, schnell, speziell und schön und schnell und schön. Und wie man auch immer sagen will, ich möchte dir drei Ideen zeigen, wie du ein Glas mit deiner Frühlingspflanze bepflanzen kannst, auf was du achten musst und was du alles machen kannst. Und dann kannst du zu Hause in den Keller gehen, auf dein Essig gehen oder in deinem Vorratsschrank schauen, was hast du noch für coole Gläser da und was kannst du mit denen auch alles machen. Ich hoffe, ich kann dich inspirieren und du kannst genießen und dann deine Finger walten lassen und was Schönes Neues kreieren machen. Wir starten mit der Nummer 1 und da habe ich gedacht, nehmen wir so eine kleine Tete-a-Tete-Pflanze. Das ist natürlich immer so die Geschichte. Man sieht aktuell noch nicht wirklich, was alles da drin ist in einem solchen Topf. Ich weiß natürlich, was ich da einpflanze, ihr vielleicht zu Hause nicht. Darum fragt einfach im Fachgeschäft, was habt ihr alles Schönes, was kommt da raus? Oftmals sieht man es bei der Etikette. Jetzt hier gibt es da die kleinen Narzissen. Hier habe ich gedacht, nehmen wir einfach eine Narzisse. Man sieht noch wunderschön hier die Erde, die Wurzeln. Das finde ich einfach mega toll, wenn man das schön sehen kann. Ich habe gedacht, wir schnappen uns etwas dünne Rinde. Ich habe jetzt da diese schönen Eukalyptusrindenstücke genommen. Ich lege die Rindenstücke hier sorgfältig in das Glas hinein, sodass man sie auch noch sieht. Wichtig ist, wir müssen uns bewusst sein, wenn wir Frühlingsblüher im Wohnzimmer haben, wachsen die natürlich sehr schnell. Sie geben fast ein wenig eine Explosion. Das heißt also, sie wachsen viel zu schnell. Wenn man sie draußen hat, geht es viel langsamer. Oder wenn man sie im Entree hat, da hat man dann viel länger Freude daran. Ich habe gedacht, wir legen da noch ein paar Birkenzweige rein. Du kannst aber auch Buchenzweige oder sonstige Äste nehmen. Und zum Abschluss noch eine kleine Schnecke. Die lege ich da schön sorgfältig in dieses Kreationchen rein. Und so haben wir auf die Schnelle ein schönes Glas kreiert mit einem Hauch Frühling. Man sieht die Zweige, man sieht auch die Rinde und so haben wir was Schönes. Du fragst dich jetzt sicherlich, wie gieße ich dieses einfache, schöne Frühlingsdekorationchen. Das zeige ich dir jetzt dann gleich nach der nächsten Kreation. Nämlich, da habe ich gedacht, nehmen wir so eine Hyazinthe mit drei schönen Zwiebeln. Diese Hyazinthe dekorieren wir ganz einfach und schlicht. Wir schauen, dass wir da zum Beispiel etwas Perlmutt-Äste, besser gesagt Platten, reinmachen, sodass die Hyazinthe auch schön fixiert ist. Dadurch, dass wir da dieses Glasgefäß haben, das so ein wenig Struktur hat, sehen wir zwar die Perlmutt-Scheiben nicht direkt durchs Glas, aber oben rausschauen, sehen wir sie trotzdem. Ich lege etwas Tillandsia-Moos oben durch noch, dass wir die Erde ganz wenig abgedeckt haben. Und ich habe gedacht, wir schnappen uns hier eine wunderschöne große Feder. Wir sind uns immer bewusst, die Blumen, die wachsen mit der Zeit in die Höhe und dadurch können wir das problemlos machen, dass wir da noch ein hohes Element reinmachen. Du hast dich jetzt sicherlich gefragt, wie gieße ich dieses Teil? Am einfachsten ist, du nimmst Wasser und einmal die Woche füllst du das Gefäß mit Wasser voll. Du schwenkst das Ganze ein wenig, nimmst dann ein Glas, eine Vase und leerst dann einfach das Ganze wieder aus. Du kannst natürlich auch das Ganze bei dir in der Küche machen und das Wasser dann in den Trog, in den Spültrog reinmachen. Dann hast du einfach oftmals das Problem, dass dann irgendeinmal dein Ablauf verstopft ist von aller Erde und so. Du siehst jetzt hier unten haben wir kein Wasser mehr. Wenn wir hier konstant Wasser drin lassen, haben wir dann das Problem, dass die Wurzeln Fäulnis bekommen und somit einfach die ganze Kreation bald nicht mehr schön ist, weil es einfach kaputt geht. Also, da haben wir einmal die etwas rustikale Variante, hier einmal
die etwas speziellere Variante und wir gehen rüber zur Nummer 3 und da möchte ich dir zeigen, kannst du aus deinem Fundus eigentlich alles zusammensuchen, was du noch hast. Zum Beispiel Palmbeeren hast du schöne zu Hause noch, die kannst du einfach da auseinander schneiden und dann so ins Gefäß reinlegen. Du kannst dann eine Hyazinthe schnappen, zum Beispiel nur mit einem Zwiebel, etwas Tillandsia-Moos hier rumlegen. Dann habe ich zum Beispiel gedacht, nehme mir etwas Euphorbia spinosa Holz. Du kannst natürlich die Perlmut, du kannst natürlich von der Birke nehmen, du kannst natürlich kleine Federn nehmen, du kannst alles, was dein Fundus hergibt, hier jetzt in dieses Gefäß reinlegen, was du gerade Lust hast. Ich habe gedacht, ich nehme es jetzt da mal schlicht. Einfach die Sachen, die ich gleich habe, aber nicht das gleiche, was ich vorhin schon alles verarbeitet habe. Und darum lege ich jetzt da zum Abschluss noch ein kleines Schneckenhaus rein in Blau und dann die Perlmut, die Euphorbia spinosa, die Tillandsia und die Schnecke. Und schon haben wir auch hier was Schönes kreiert. Du siehst, mit ganz wenig Aufwand kannst du den Frühling vor dein Haus, in dein Haus oder einfach zu dir nach Hause holen. Ich hoffe, ich konnte dich inspirieren. Ich hoffe, du gehst jetzt bald in deinen Keller, holst dir was Schönes an Glas, holst dir ein paar Frühlingspflanzen und kannst dir so was Schönes zaubern. Du kannst natürlich auch diese drei Pflanzen so schön nebeneinander stellen. Jetzt besser einfach mal alles schön abgestuft. So passt es natürlich besser. Und dann hast du schon einen coolen Blickfang bei dir vor dem Haus, auf deinem Fensterbank. Du kannst dir drei gleiche Gefäße mit drei unterschiedlichen Pflanzen zusammenstellen. Und das sieht auch mega spaßig und spannend aus. Ich hoffe, ich konnte dich inspirieren. Ich hoffe, du kannst bald drei verschiedene Gläser füllen. Du kannst 10 verschiedene Gläser füllen. So wie du Lust hast, so wie du Zeit hast. Und wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du einen Daumen nach oben da lässt. Ich freue mich, wenn du einen Kommentar da lässt. Und wenn du noch kein Abo vom Blumenmann hast, lass ein Abo vom Blumenmann da und schau ihm wieder rein, wenn ich dir was Schönes, Spannendes für deine Deko zu Hause, vor dem Haus, im Haus oder sonst irgendwo mit frischen Blumen oder mit Pflanzen zeige. Tschüss und weg, genau, ja, ich weiß.